Mal gucken, ob wir heute noch wieder zu unserer Base zurückfinden. Glaube ich nicht. Sehr spaßig. Was? Es wird überschätzt. Ist aber eigentlich relativ ruhig fürs Eis, ne? Drin baut. Eigentlich relativ ruhig fürs Eis, ne? Weiß ich nicht. Mir aber allgemein schon aufgefallen. Oh, hier ist auf jeden Fall Wasser. Wasser führt. Ich habe einen See gefunden. Ich habe einen echten See gefunden. Ja, das ist hier wirklich Mangelware. Und jetzt ist dann die Frage: Wo zum Fick? Ich glaube, da ist ein Glitch auf dem Wasser, oder? Nee. Hier sind Pinguine. Dings. Hat wer eine Kettensäge bei? Nee. Biber! Hat nicht mal meine Quelle dabei. Brauchen wir einen Biber als solches? Nö. Ja. Eventuell. Nee, oder? Keine Ahnung. Ein Otter. Aber die schwimmen gut. Ja, und aber. Wie geht's eigentlich darum? Ich gehe jetzt bei dem Dingsnest mal bei. Bei dem Biberdamm. Dann sind sie. Angreifen, das weißt du ja. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich ja gesagt, brauchen wir einen. Weil dann würde ich sagen, locken. Warte mal. Ich guck mal, ob da einer mit einem gescheiten Level bei ist. Du hier vorne, der Weiße. 130 Mail. 15 Mail. Da hinten ist noch einer, noch 130 Mail. 55, 25. Was ist das hier? Angelstelle? Also der. Nee, der nicht. Greift den mal einer an. Eisfischen? Jep. Kari? Kann man Eisfischen? Warte kurz. Mani! Komm. Biber betäubt man doch, oder? Keine Ahnung. Weiß nicht, wie man die fängt. Also den töte ich jetzt nur. Achso. Er ist 55. Oh, kleiner Otter! Dafür brauchst du Fisch, da würde ich auch welche mitnehmen. Aua! Warum machst du eigentlich Urlaub auf Abruf? Das ist bescheuert. Und ja, mir geht's soweit relativ. Nicht töten! Gut. Nicht töten! Ach so, der ist 130 und weiß. Den betäuben. 30 und weiß? 130 und weiß. Ja, hab ich gerade eben gesagt. Warum sind die Otter da hinter dem her? Weil die mich beißen, die Arschgeigen. Manni, mach die mal platt. Weißt du, ich tanke und du schießt. Ja, wenn ich die Otter erstmal gerade platt machen darf. Danke. Ja, wie gesagt, soweit eigentlich ganz gut. Halt etwas angenervt durch die momentane Situation, ne? Weil ja hier fast jeder Hamsterkäufe betätigt. Und man dann sein gewohntes Fressen nicht bekommt. Stirb, du Otter! Sorry. So. Wo ist Bebe? Da ist Bebe. Ich muss mal den Biber erwischen, ey. Der ist jetzt im Fluchtmodus. Willst du mich jetzt beißen? Ja. Aua. Meine Pelzstiefel ausgezogen. Huch! Nein, nicht trampeln! Bist du doof? Welcher Weiße waren jetzt unsere? Keine Ahnung, ich töte erstmal den hier. Ist aber auch ein großer. Ja, Manni kriegt gerade gut Schaden, ne? Ja! Macht nix. Die 37 ja, Schaden, das tankt er weg. Das war der falsche. Und dann kommt noch einer. Ich hab doch Angst vor Manni runterzufallen gerade. So, den Innen schieße ich hier weiter an. Ich hab gerade Manni getroffen. Der in der Mitte. Ja, ich weiß. Ich schieße auf die anderen beiden, ne? Ach so, weil ihr so momentan ein Personalproblem habt, okay. Red mal. Ich sitz gerade nicht richtig drauf. Jo. So, welcher ist jetzt hier welcher? Der vordere ist. Der hintere ist unserer. Ja, der vordere, den kannst du. Pass auf, nicht treten. Oh, ich hab schon wieder Manni getroffen. So. Das, der da wegrennt, ist unserer. Den jetzt hau drauf. Du
du kleine Ratte! Okay. Okay, ich hatte gerade eine Hemmung. Gut. Jetzt leg dich verdammte Kacke nochmal hin. Oh Mann, musst du jetzt ernsthaft deine Risse dazwischen halten? Wo steht denn der eigentlich? Hier, passiv, Manni, wie oft muss ich das noch pfeifen? Wo ist dieser jetzt? Der ist massiv, passiv, aber wo ist der Bibbe? Ich hab ihn halt auf Folgen gerade gehabt. Hier, hinter Manni. Ich renn gerade schon hinterher. Mal gucken, wie viel Topper der hat. Der hat nicht mehr viel. Den erwischen wir, die Drecksau. Kommt jetzt auf mich zu. Jetzt müsste er eigentlich gleich liegen. So. Nicht zu doll schießen, der ist schon ganz schön angehittet. Ich weiß, er liegt. Ich weiß. Oh, was frisst ein Biber? Wäre ich hier nur allerdings, ne? Da bleibt nicht viel. Manni! Wofür pfeife ich eigentlich Folgen, wenn die nichts machen? Sagt mal! Die brauchen eine Weile. Aber ehrlich? Seid ihr taub oder was? Nimm mal das Eis aus den Ohren. Danny, du weißt, nach schlechten Menschen geht's immer gut. So, ich habe Fleisch und ich habe Meos. Ich probiere einfach beides. Metros Marker. Dann gehe ich schnell Metros farmen oder hat Manni welche drin? Nee, Metros hat Manni drin. Ich habe schon 100 reingesteckt. Das reicht. Sollte reichen, ja. 100%. Oh, mein Internet ist jetzt relativ gut mit 3000. Ja, ich doch. So, ich gehe mal hier die Viecher farmen. Manni, du machst mal. Sind die Pinguine weg? Naja, ich habe schon zwei umgebracht. Und? Ich habe Polymer, etwas über 40. Mhm. Otterklatschen. Biberklatschen. Oh mein Gott. Alter, die machen halt 46 Schaden, ne? Okay, ist ein X-Otter. Sind keine Pinguine mehr. Nee. Alle abgehauen. Weggerannt. Oh, ich bin überladen. Manni! Mehr, du Sau. Da oben ist ein Riss, sehe ich gerade. Ja, holen wir uns später. Ich gehe mal zum Biberdamm. Ein bisschen Dings rausholen. Zement. Merk dir mal bitte auf der Karte die Position. Warte. Wir sind bei 70 und. Weil hier kann ich später wahrscheinlich bestimmt auch ganz gut Eis angeln. 20. Dann kann ich uns gescheite Blueprints holen. 70 und 20. Oh, seltene Blumen sind auch drin. Holz, das Holz in dem Biberdamm kann ich drin lassen, oder? Muss ich jetzt nicht unbedingt mitschleppen. Nee, komm. Weg damit. So, hab markiert. Ja, schön, mache ich auch gleich. Dann haben wir 160 Zement und 23 seltene Blumen sowie 7 Pilze bekommen. Ich habe 7 seltene Blumen noch. Ja, so, wo war der Riss jetzt? Da oben. Hier oben Wasserfall. Ich habe keine Schuhe mehr an. Den holen wir später. Wir frieren die Füße ab. Schön erstmal aufs Eis ködeln. Iba. Danke, Jürgen und Danny. Ich werde dann schon mal eine Kryo holen. Warum eine Kryo? Ach ja, wegen. Fuck. Alles gut. Warten. Fuck. Wir haben die Kryos aus dem Shop entfernt. Nichts gut aus. Dafür, das ist scheiße. Ach, dafür kriegst du jetzt organisches Polymer. Jetzt. Ich sag dazu jetzt nichts. Egal, wir haben jetzt Polymer gesagt. Wie viel Polymer hattest du? Ein bisschen über 40. Ich gucke mir gerade mal den See hier von innen an. Das reicht nicht. Also der See ist ungefährlich, wenn du da rein willst. Da sind nur ein paar Lachse drin. Otter. Nee, Otterli. Otterli, ich hab einen Fischi für dich. Wie rennt der mit dem Lachs da rum? Lass den Lachs in Ruhe! Ich will einen Otter zähmen. Gott, der Wasserfall ist zu. Du hast doch den Lachs in der Hand. Da oben ist eine Schrette. Level? Wo oben? 150! Ich baue den Zähmkäfig dann mal auf. Mail. Scheißegal, ob Mail oder nicht. Ich will die haben. Ja, kannst du ja machen. 150? Willst du das mal anhitten? Nein. Nein. Die schreddet nicht nur unsere Tiere, die schreddet auch dich und den Biber.
Oh, die kommt aber gleich runter, ne? Ja, deswegen baue ich ja schon. Bringen wir mal die kurz vom Eis runter. Bringen wir das Mammut mal vom Eis. Bevor es noch anfängt, Hockey zu spielen. So. Manni, du machst Sitz. Schredde mag ja Bären, also nehme ich mir Metroberries mit. Aber mass ich ja. Metroberries farmen. Weil Manni hat keine Bärchen mehr drin. Oder kaum noch. Und Danny, was machst du jetzt so zu Hause, wenn du Urlaub hast? Achso, Alex, Danny ist ein früherer Freund von der Schule, von der Oberschule. Achso. Manni! Kari, kann ich? Was, ja? Ich bring mal auch noch Flauschi in Sicherheit. Ja. So. Ich würde mal anhitten. Warte noch, ich lock sie. Ich lock sie, ich mach Lockvogel. Zu spät. Okay, dann lauf. Warte. Nicht lau, nicht warte. Direkt rein in dem Gehweg. Kommt sie? Ne, die kommt nicht. Digga, ich treff die noch nicht mal. Was ist da los? Hallo? Schredder! Scheiße, das sind die falschen Pfeile. Zum Zielen oder so? Nee, das ist bei Armbrust ein bisschen doof. Ich sage ja. Komm schon. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie erwischt. Nee, ich. Du hast sie erwischt, gut. Ich habe nur die Schadenszahlen gesehen. Oh! Kari, du musst gleich in Position gehen. Die wird mich gleich derartig verprügeln. Ah! Tot. Drin. Und ich bin abgekackt. Ich baue dir ein Bett, warte. Alles gut. Scheiße, die macht Schaden. Wir haben noch ein Bett bei uns. Ich weiß noch, wie ich da hinkomme, glaube ich. Ja, ich kann ja auch hier ein Bett aufbauen. Ja, dann mach das. Dann warte ich kurz. Ach nee, scheiße, ich habe keine Foundation. Komm her. Und bring ein paar Döpfchen mit, wenn du dabei bist. Ach nee, du hast welche in deinem... Naja, Garten und zu Hause gammeln ist ja nicht so schlimm. So. Also, finde ich. Nö, es gibt Schlimmeres. Ich bin ja so oder so Stubenhocker geworden. Nur wenn du natürlich dauerhaft die Angst hast als Aushilfe und nicht gelernt hast, dass sie dich irgendwann nach Hause schicken und sagen, ne? Du bist dein Job los. Das ist natürlich auch kein schöner Gedanke. Gut, aktuell stört es mich nicht. Ich mache das nur als Nebenbeschäftigung. Ich wohne ja noch zu Hause. Ich bin ja nicht drauf angewiesen. Aber schön ist es trotzdem nicht. Ich starte mal. So, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 8 Genesis. Wir sind hier gerade dabei, eine Schredde zu betäuben. Mail 150. Kari ist beim Versuch, sie anzulocken, draufgegangen. Ich baller sie einfach schon mal und Kari versucht, hier zurückzufinden. Sie hat es ja auf der Karte markiert. Ja. Ja, wie gesagt, wir waren ja eigentlich dabei, unseren Biber da zu legen. Und dann habe ich da auf dem Hügel die Schredde gesehen und habe gesagt, 150 mitnehmen. Ja, weil er wieder den Hals nicht voll kriegt. Was heißt den Hals nicht voll kriegen? Wir sind letztes Mal los wegen der Schredde. Ich weiß. So. Hey, cool, ich bestehe voll aus Pelz, außer mein Oberteil. Ich laufe da mal oberkörperfrei rum. Oh, schon wieder Sommer? Oh ja. Du Quietschi. Ja, danke, Flausch. Ich ja, weiß, dein Lootbeutel ist genau bei der Schredde. Also du kommst dann wieder ran, wenn die Schredde dann liegt. Wenn die Schredde liegt, ja, okay. Ja, die hat aber bloß 9000 Torpor. Also das ist wie beim Megatherium. Das ist friedlich. Friedlich. Ich muss erstmal da hinkommen irgendwie. Muss ja laufen. Muss laufen? Ja. Na, ich denke, ich nehme jetzt irgendeins von den Viechern mit. Hättest du rein theoretisch gekonnt. Nachher mit der Schredde zurück, dann pfeife ich einfach alles, was uns angreift. Also pfeife ich die Schredde einfach auf Aggro und dann. Oder auf. Komm nur schräg da lang laufen. Bleib drin. Du bleibst in deinem Käfig. Fräulein. Oder Gentle. Schredde. 5000 Torpor. Oh. Die hat dich aber schnell weggeschreddet. Hast du zufällig eine Schadenszahl gesehen noch, bevor du gestorben bist? Nee, ich hab nur noch zack gemerkt, wurde reingeschleudert und nächster zack war ich tot. Ja, also die hat bestimmt zwar Damage gemacht bei dir. Ich weiß nicht, ich hab's auch nicht gesehen.
Aber ich hatte sie getroffen, die war ja auf mich irgendwie. Und dann, verstehe, dann, war, dann ist sie runtergelaufen, dann hat sie dich als erstes in die Flossen gekriegt. Eierwolf? Nein, Kante! Nimm Megatherium mit. Eine Kante. Es war eine Kante. Und nimmst ein Döni mit, das geht auch. Wie gesagt, wir haben gerade mal Stream angefangen, wir sind gerade mal eine Stunde dabei, also 2-3 Stunden geht's bestimmt noch. Ja. Bis 21, 22 Uhr geht's wieder. Ja, genau. So, die Schredder sind Fluchtmodus. Ich habe eine neue Ausrüstung gemacht. Nimm einfach eine Flak mit. Oder komm komplett nackt her, ich habe eine Flak bei. Ja, wenn ich komplett nackt da hinlatsche, dann sterbe ich. Und da ziemlich schnell. Oh, Schreddy ist bei 7000. Ich jacke jetzt nochmal 5 rein. Eins. Ja, der Sprung nach unten, der hat ja zwei. Schon an der Substanz gezogen. Schreddy Krüger. Ja. Was hat denn der Name ist schon mal gefunden. Schreddy Krüger. Oh mein Gott, hier ist ein grauer Hirsch. Mit blauen Schaufeln. Oh mein Gott. Aber er ist so, du brauchst ihn mit dem Kopf schön. Du heißt Schreddy Krüger. Punkt aus Ende. Ist sie schon wieder da? Was? Die Schredde? Ja, nee, die schüttelt mit dem Kopf, weil sie gerade versucht rauszukommen. Ich habe gerade so irgendwie Angst, dass sie sich durchglitscht. Aber die ist bei 8691. Braucht sie. Ich lasse sie jetzt hochticken. Okay. Oh je, hier sind zwei Schredden. Löffel? Ich muss schnell meinen Scheiß ran. Wo ist mein Kack? Da. Bitte einmal alles rüber. Danke. Ich habe gerade auf den Boden gekackt. Vorfreude. Ist. Raus da und weg. Weiter geht's. Map. Und sie liegt. Biba? Warum liegst du? Oh, was? Harry, unser Biber läuft hier rum. Kann man denn? Hat er sich ausgetoppert? Ich glaube ja. Warum rennen jetzt hier so viele Schredden rum? Was soll denn das? Haufen Teris hier. Ich will nur zur Angestelle. Viecher sind einfach so übertrieben aggro. Bleib mir fern. Okay, war ein Deo. Ein Duty. Angestellte ist. Irgendwas hat mich da gerade angegriffen. Ich weiß aber nicht was. Au! Ach du, piss dich! Mann, ich hab keine Waffen dabei. Lass mich in Ruhe. Danke für den Follow. Danke, Danny! Jetzt höre ich nichts mehr. So. Das steht sich so schnell aus, aber nicht gerade. Normalerweise kommen die Viecher doch durch. Wenn du sie antorperst. Nein, nicht schon wieder! Fuck! Ah! Oh. Alex, ich hab keinen Bock mehr! Dann bleib zu Hause, ich komm dich abholen. Dann bleib zu Hause, ich hol dich ab. Ich werd schon irgendwie nach Hause finden. Kann aber sehen, dass ich unseren Biber jetzt gleich auf dem Gewissen hab. Danny, ja, dann erledige was und dann komm wieder. Bis dann bin ich irgendwann an der Angelstelle angekommen. So, ich muss da oben wieder hin. Heißt, einmal zurücklatschen. Ich hab noch, wie viel Leben habe ich jetzt noch? 25 Leben. Läuft. Biba, du wirst gezähmt. Ob dir das passt oder nicht. Du hast 2000 Stamina, jetzt muss ich nur vor ihm weglaufen. Ah! Lauf doch! Nee! Erstmal ein bisschen sitzen und aufbauen. Da ist ein Mammut mit blauen Stoßzähnen. Mit eisblauen Stoßzähnen. Das ist gemein, ne? Ist es wenigstens weiblich? Ich sehe es gerade gar nicht. Da ist es. Hallo. Ich bin bei der Angelstelle. Hallo. Scope. Scope? Da ist noch eine Schredde. Wo? Was ist denn das hier? Da ist ein Bär. Okay. Wo wohl? Auf dem Weg zu dir hin. Es ist 20. Was? Das eisblaue, das Mammut mit den eisblauen Stoßzähnen. So. Hallo, Dodo.
Ja. So, ich hoffe, ich laufe noch. Ja, ich laufe genau in die richtige Richtung. Geil. Ach, ich bin erschöpft. Mir krabbelt heute irgendwie die Nase. Oh mein Gott, ich bin angekommen. Glückwunsch. Jetzt einfach mal ein 50er Stack Nejos rein, damit die Schredde wenigstens durchgeht. Und jetzt kümmere ich mich um den Biber. Der hat nämlich nicht. Ja, der Biber, der sieht ein bisschen sehr angeschlagen aus. Ja, deswegen bin ich vorsichtig, was das Schießen angeht. Ich hole meinen Scheiß und dann, tschüss. Ja, wie gesagt, ich schieße jetzt nur vereinzelt drauf und lasse das Torpor hochticken. Richtig so. Damit der vorher liegt. Meine Achse ist kaputt. Mein Dings ist kaputt. Die Schredder sieht auch sehr gut aus, wie sie da liegt. Ja, die ist heile. Also wir können definitiv nichts mehr zähmen, weil meine letzte Armbrust wird auch gleich drauf gehen. Auch gut. Biber, komm her hier. Ansonsten gibt's keinen Biber, ist mir egal. Brauchst du ein Vieh nicht, wir haben Money. Pass auf die Schredder auf. Jojo, mach. Schrettchen. Hört sich auch gemein an, oder? Schreddy Krüger. So, mal die Markus reinhauen. Und das Vieh. Wir sind bei. Ich sehe es gar nicht. Wieder runtergehen. 15%. 2800, Zähmung. Komm schon. Wir schaffen das. Es wird eng, aber wir schaffen das. Wo bist du denn? Sonst wo? Wo ist Money? Da, wo du ihn abgestellt hast. Gut. Sehr gut. Und er liegt. Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr denn? Bis wohin seid ihr denn jetzt hingetappelt? Sonst wo? Soll ich dir ein paar Töpfchen geben? Das wäre gut, ja. Müsste ich mal wissen, wo ihr seid. Nee, Töpfchen brauche ich nicht. Ich brauche Mejos. Mejos kann ich dir aus Money holen. Ja, sei so mal so gut. Muss ich erstmal zu Money wieder hinlatschen. Oh mein Gott. Ich bin relativ weit weg vom Eis hier. Bleib mal da, wo du bist. Pass du mal auf Schreddy Krüger auf. Jo. 22 Mejos müssen doch eigentlich erstmal reichen. Vielleicht ein bisschen mit der Hand sammeln. Sag das nicht. Das ist noch ein Megatherium. Level 60. Ansonsten ist es hier relativ. So. Alter, der hat nur 76 Leben von 2700. Ich hoffe, es geht jetzt nicht weiter runter irgendwie. Mm-mm. Ich glaube, ich habe den nächsten Riss gefunden. Der Inner ist ja hier auf dem Eis. Klappern wir ab. Klappern wir ab. Ja, und der andere ist, glaube ich, noch weiter oben. Ganz oben auf dem Wasserfall. So wie es aussieht. Schade, dass du keinen Bibersattel mitgebracht hast. Weil der Bibersattel wäre ein transportables Smithy gewesen. Hätten wir einen Shreddy-Sattel bauen können. Sorry. Nein, alles gut. Mach ja keinen. Ich hab die Schredder angekackt. Das macht nicht, solange du nicht. Solange du nicht anfängst, ihr. War 150, Perfect Tame müsste sie 79 Level oder so kriegen. Die müsste irgendwie bei 225 rauskommen. Weiß ich, was steht denn da? 74 Level hat sie jetzt. Mhm. Müsste 100% Tame werden. Also das ist noch bei einer 99,9. Ja. No. Ich passe hier auf Biber auf. Sie sieht so hässlich aus. Beim Biber habe ich halt echt Angst, dass wir den, ob wir den heim mit nach Hause kriegen. Mann, wenn nicht, müssen wir sie. Schredde? Nee, die Schredde nicht, da brauchen wir keinen Kopf. Die schicke ich auf Akro, der Biber. Weil der hat echt wenig Leben. Na, dann warten wir einfach hier kurz und gehen wir, lassen wir die Viecher unten stehen, dann gehen wir kurz hoch zu dem Riss und dann gehen wir wieder runter. Oh, da ist ein Deo. Können wir auch. Oder wir bauen sie in den Zinnkäfig selber ein, machen den Zinnkäfig dicht. Die erste Wand. Einmal. Naja. Was ist nur mit Keks eigentlich? Oh, du bist nur Level 20, die bringen ich um. Ja, wie gesagt, es fällt sowieso besser, wenn wir uns vom Eis ein bisschen entfernen, dass wir wieder ein paar Pinguine klatschen können. Stimmt. Mann, haben wir noch 4 oder 5 Stück? Haben die Otter die auf dem Gewissen oder was? Hm. Muss ja fast. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was anderes einstellen hier. Mhm.
Warte, kann hier ein bisschen runter. So. Jetzt habe ich das alles ein bisschen besser eingestellt. Jetzt kann ich ein bisschen mehr vom Chat lesen. Hier ist noch ein Zebra-Gaul. Ich muss mal einen Dödi klatschen. Ich brauche Chitin, Keratin und alles, was dazugehört. Oh, da ist noch eine Anker. Die kann ich auch gleich umhauen. Mhm. Davon haben wir ja erstmal genug. Die Anker will ich auch nicht sehen. Da brauche ich mir zwei Stück. Dann verpaare ich die einmal. Dann können die auch massig tragen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, mit Manni aufs Eis rumzulatschen. Weil es manchmal auch so gemeingefährlich knackt, ne? Obwohl es ja eigentlich hier nichts passieren könnte, glaube ich. Eigentlich nicht, nee. Es wäre mir neu. Es wäre lustig. Und dann brichst du im Eis so ein und kriegst erstmal einen Kälteschock, kannst dich erstmal nicht bewegen. Oder kriegst du einen Timer gesagt, so und so lange, ansonsten kannst du dich gleich nicht mehr bewegen. Gut, wir haben genug Fisch. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Schredde unter Wasser. Wie? Wo ist das Eisloch? Wo ist das Eisloch? Fuck. Wo ist das Eisloch? Hilfe. Hier, bei mir. Ja, ein Stück zurück. Ja, da ist es. Ich sag jetzt, du kommst hier aus dem Eisloch nicht raus. Ja, na klar komme ich raus, aber frag nicht wie. Also ich kann halt echt nichts mehr zählen. Meine eine ist kaputt und die andere ist kurz vor kaputt. Also so noch 5 Schüsse. Ich habe noch eine ganze dabei. Eine komplett neue ganze? Sehr schön. Ja. Dann müsstest du mir eine geben. Ich habe auch 2 mitgenommen. So. Und da hast du dann selber noch 2? Nee. Ist dann auch aber noch ich meine, eine. Das gerade mal auf der Hälfte. Ja, aber nicht, musst halt du das nächste Mal schießen dann. Ne? Ja, ist ja nicht so schlimm. Letztes Mal habe ich dann beide geschossen, dann tank ich diesmal. Wenn wir dann noch was zählen, wir müssen den ganzen Fuhrpark hier erstmal nach Hause kriegen. Pferd! So, die Anker da hinten. Wag es nicht. Nee, kein Pferd. Nee, das Pferd soll. Das Weiß ist Megatherium. Ja, das ist Level. Wenn das ist, was du siehst, dann ist das Level 60er. Hm. Pferd, verpiss dich jetzt! Nur weil du Panik kriegst, musst du nicht dreimal über meinen Biber drüber hüpfen. Mein Gott, nochmal! Es sah gerade, als ob das Pferd Angst bekommt und austritt. Dann hättest du da meinen Biber getroffen, hätte ich das Pferd getötet. Hätte es auch heute Abend Omelette gegeben. Die Lasagne. Okay, Manni hätte damals definitiv ganz einfach gegen Anken gewinnen können. Jo. Aber bei Ice Age waren die Anken ja sonst wie groß und hatten Fleischfresserzähne. Ich erinnere mich gerade, also ich habe Ice Age eigentlich auch immer geguckt, aber ich kann mich gerade echt nicht erinnern, wovon du redest. Ich glaube, dritter Teil, wo die unten im Eis eingebrochen sind. Okay, im dritten Teil muss ich dazu sagen, da hatte ich immer eine Spinnen-DVD. Muss ich mir einfach wieder angucken, sind auf Netflix ja alle drin. So. Mal alles in Manni reinstopfen, auch Fleisch. Biber ist bei 64%. Ich habe sowieso nur noch 22 Pfeile, fällt mir gerade so ein auf. Hoppala. 98. Ja, dann gebe ich dir noch meine Pfeile und dann setze ich mich auf die Viecher oder gebe einen Lockvogel und dann lass ich dich. Ja, wir bringen die erstmal nach Hause und dann können wir nochmal neu machen. Was hältst du denn davon? Ja. Ja, das Level haben wir schon, oder? Ich wollte gerade mal was gucken, weil ich gerade das Missionsding auf dem Eis sehe. Wo kann man denn hier in Genesis bitte Kryokapseln bauen, wenn man sie nicht kaufen kann? Level 33 war das, glaube ich. Leere Kryokapsel 51. Tabrikette, Versorgungskiste oder Tributterminal. 15 Fasern, 10 Kristall, 5 Leder, 2 Metallbahnen, 8 Polymer und 4 Öl. Das haben wir sogar alles bei, rein theoretisch, außer den Metallbahnen. Jetzt ist halt die Frage, kann ich die auf diesen Dingen auf dem Eis bauen? Gilt das als Tributterminal? Das weiß ich nicht. Nämlich auch nicht. Probieren wir, gucke ich aber gleich mal nach. So,
nochmal die ganzen Bären rausgeschmissen. Ja, wart du mit den Glitschen bitte noch, bis ich da bin? Weil ja, sonst finde ich die doch wieder nicht. Weißt du, irgendeine Orientierung. Gesagt, ich habe hier Anko und so getötet. Wir haben jetzt über 100 Keratin, wieder Kreatin. Das Keratin. Kreativitätstin. Ja, ihn. So gruselig hier einfach unter jetzt dem. Jetzt komm, mach hin hier. Ich hab hier Angst, ich bin hier ganz alleine, ohne Vieh, ohne alles. Wenn jetzt hier die Wölfe kommen, dann war's das. Tja, wenn du mir gesagt hättest, wo du lang gegangen bist, dann. Na. Ja, warte, ich kann mal gucken. So, wie weit ist die Schredde? Ich war bei 40. Oh. Bin gar nicht so weit weg. Hi. Hier bin ich. Kann grad nicht. Ich hol mir aber mal Megatherium, warte. Läuft ein Affe auf dem Eis. Das bin nicht ich. Meinst du? Er braucht eine Weile, um sich zu entscheiden, ob er mitkommen will oder nicht. So, ja. Wollte Bonbons essen. So, ich gucke hier mal nach der, beim Tributterminal, ob ich da irgendwie... Alten Inventar öffnen. Njam, njam. Also du kannst das gilt wohl irgendwie doch als Tributterminal, aber was bauen kannst du hier trotzdem nicht. Komisch. Ich bin halt sozusagen hier so, wo ich jetzt hinlaufe. Okay. Affe, ich mach dich platt. Affe platt gemacht. Da ist noch eine Schredde. So. Level 18 und Level 45, die mache ich gleich weg. Money. Okay. Yo. Okay. Da ist noch ein Affe. Okay. Ah, ich bleib einfach bei der Schredde. Eieiei. Oh, Schrechchen, wie weit bist du? 48%. Das kann ja noch dauern. Mhm. Aua! Was denn nur schon wieder? Seit wann können die Viecher, wenn sie auf dir drauf sitzen? Wenn du auf dem Vieh sitzt? Hi! Hi. Wann können die mich hauen? Was soll denn der Scheiß hier? Bist du irre? Ehrlich, ich hab kein Ding gehört. Ich auch nicht, weil ich im Stream-Modus bin. Hi, Keks. Bei den Keks ist so übertrieben laut bei mir einfach. Ja, bei mir aber auch. So, Keks, sag mal was. Keks? Ja. Okay, jetzt ist gut. Oh. Oh mein Gott, Alex, verzeih mir. Ich habe gerade fast die Schredde erwischt. Hoffentlich nur fast. Ja. Ich habe noch eine 90er, die mache ich jetzt auch noch weg. Ich finde meinen Biber nicht mehr, das kotzt mich gerade an. Keksi, wie geht's dir? Gut. Lange nichts mehr gehört. Mir geht's besser, auf jeden Fall. Besser, okay. Das freut mich. Oh, die ist blau, die hat einen blauen Bauch, es tut mir fast leid. Oh, Tumbo wird angekündigt. Stay home and play with friends. Ach, cool, das mache ich gerne. Ja, genau. Keksi jetzt genau in die Amt der Regierung. Aber exakt. Ah, oh ja. Gibt es bei euch jetzt auch schon Ausgangssperren? Bei Kari. Bei uns wahrscheinlich ab nächste Woche. Ja, bei uns wahrscheinlich auch. Bei uns ab heute Nacht um 12 Uhr. Oh. Wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Bis zum Einkaufen. Sonst nicht weiter. Ach ja. Problem ist ja nur, wenn du in drei verschiedene Läden fahren musst, um Klopapier zu bekommen. Oh, das war so. Ich hab mich letztens gefragt, wie ich eine Packung Nudeln bekommen hab. Ich hab heute Brot gefreut bekommen, ne? Ich hab noch Brot bekommen heute. Ach, oh, das wollte ich.
Wollte ich heute auch kaufen, alles weg. Ja, na, ich fahre gleich heute Morgen einkaufen mit Flauschi. Das ist momentan. Ja, echt wissen. Wir wissen doch, Zewa kauft demnächst Google auf. Ja. Mein Gott, ich finde diesen Biber nicht mehr wieder. Kekse, die IP hab ich dir noch gar nicht gegeben, ne? Die habe ich schon. Okay. Stirb, du Affe! Stirb, du scheiß Schredde! Naja, weißt du, auf meinem eigenen Account kann ich ja die IP nachgucken. Richtig. Habe ich schon eingegeben ins Team. Okay. Passwort brauchst du nicht. Stimmt, ich habe dich ja administriert und Kari wollte es ja auch noch machen. Ich muss jetzt mein... Hä? Doch. Was? Hast du einen G-Portal-Account, Kari? Nee, ich war damals bei Nitrado. So. Und hättet ihr nämlich administrieren können, dann hättest du auch mal, wenn ich mal nicht da bin und nur du und Keks zum Beispiel, dann hättet ihr halt auch gekonnt. Aber gut, Keks ist ja drin, dann geht er dann auch. Weißt du noch die alten Zeiten mit Nitrado, Alex? Oh, furchtbar. Kari? Ja? Ich hab mich schon wieder verlaufen. Ich hab hier gerade nichts irgendwie, um irgendwas anzuhitten. Außer unsere Schredde. Ja, ich werde den Weg schon finden. Das Problem ist, mein Vieh ist fast tot, weil ich hier die Schredden eliminiert habe. Ich muss erstmal hochheilen. Ich kann mich nur am Rand vom Eis stellen, wenn du es möchtest. Aber da sehe ich das fest. Es wäre gut, wenn du mir ein paar Koordinaten gibst. Aha, Felix. Wir haben noch 70-60. 70-20. Okay. 70-60, das wäre ja hinten im Sumpf. 70? 20. 20. Okay. Das ist wo? Die Angelstelle, genau auf dem Eis. 70-20 ist die Richtung. Ich bin nämlich auch in die falsche Richtung gelaufen. Wird Manni hier ein bisschen hin und her tippeln. Sieht schon hart geil aus mit dem. Das wollte ich jetzt nicht machen. War auch gut. Nein, nein! Das war hier! Ich hoffe, dass mein Biber durchkommt, weil der ist uns nämlich wieder wach, aber dann ist mir auch egal, wir brauchen keinen Biber. Wir haben Money. Oh nö, da sind schon wieder zwei Schredden. Ich gehe einen anderen Weg. Ich habe nur noch 2000 Leben. Na, Schreddy, wie weit bist du? Schreddy Krüger. Oh Gott, jetzt würde ich erstmal die ganzen Mods downloaden. Sind doch nur. Wie viele waren es? 9. 8, 9. Ja, du bist genau an den Tag reingekommen, wo ich das erste Mal gesagt habe, wir packen mal wieder ein paar Mods drauf. Oh, ist nicht schlimm. Ich hab Zeit. Wir auch. Ja, du wolltest halt eigentlich eher erstmal Sumpf erkunden, ne? Erstmal gucken. Genau. Oder generell erstmal gucken. Natürlich, wir sind ja auch erstmal planlos hin und her gesappt und bis wir dann uns entschieden haben, im Sumpf ein bisschen zu bauen und dann im Eis weiter. Ja, verrat ihm nicht zu viel. Geh einfach da, wo das Spiel sagt, easy. Ja. Ist es wirklich. Mach einfach. Ich überlege mir das jetzt, ob ich hier noch Ark spielen soll. Glaub mir, ich war auch am Überlegen. Das haben wir alle. Nach einer Weile geht's. Nach den ersten 5 Minuten haben wir auch überlegt, ja. Wir haben uns ja wirklich so gedacht, so wollen wir uns das echt antun. Ich hab zu Kari nachher nur gesagt, ich sag, Kari, Bock auf Extinction oder Aberration? Mann, lass mich doch mal durch hier. Verdammt, noch mal. So ein flauschiger Money-Arsch hier so. Ja. Ah, ne, warte mal. Andersrum. Von der Seite. Warte mal. Aber weißt du, was geil ist, Alex? Na? Die ehemaligen Server, die wo ausgelaufen sind, ich habe von denen noch die IP-Adresse drin gehabt. Und die wurden mittlerweile neu vergeben. Ja, ja, ich weiß. Axo beim Wolf bei gportal.com oder Old Dog Jacky Catania. Ja. Okay. Karte Catania unterstrich P. Biber, Biber, Biber! Hm? Hab ihn. 194 ist er geworden. Felix, das müssen wir abspecken. Schau dich an, du fettes Hängebauchschwein. Jetzt gibt's... Keine Bock. Jetzt gibt's. Was hat unser Schreddy? 68. 68. 70. Ja, ich komme mal dazu. Hat gerade gefressen. Oh. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich heute mit meinem Headset-Mic da sitze. Ja, hört sich gut an. Alles ja? Gut. Ich habe ja gesagt, bei dir ist es halt so, dein Headset ist sehr, sehr gut von der Qualität her. Es ist halt nur dein Mikrofon, man merkt, es ist etwas dynamischer. Aber die Qualität ist fast die gleiche. Die Stimmung cool. Rein. Du bist nur ein bisschen basslastiger und etwas realistischer, aber ansonsten. Ach, das ist Alex wahrscheinlich, der hier gerade. Ja, 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 ja.
Hier, guck. Biber. Hm? Und dann mit unserem ganzen Fuhrpark nachher nach Hause. Und das wird lustig, weil wir haben 10 Trillionen Schredden. Na, auf dem Weg. Geh runter von meinem Schoß. Da hinten läuft ein Auto. Ach nö, geh mir in die Hose. Was, da hinten läuft ein Auto? Ein Otto. Ein Otter. Ach so, ein Otter. Schreddy Krüge. So, wie kann ich ihm den jetzt geben? Du musst den Fisch sozusagen machen und musst ihn den dann einfach hinlegen, glaube ich. Und dann frisst er den. Anstatt dich. Anstatt dich. Was? X-Otter. Da, oh. Friss. Und? Macht das? Wenn. Where are you? Es ist so dunkel hier auf dem Eis. Jetzt Schreddy, mach hinne. Das ist das Knacken vom Eis hier. Ich hab keinen Bock, hier einzubrechen. Geht das? Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Also es knackt auf jeden Fall immer so gefährlich, als wenn es jeden Moment würde. Manu, Alex! Wo bist du? Hier hinten! Ja, du bist bei mir nicht. Ja, du bist bei mir nicht gerendert. Was soll ich denn machen? Ach, da bist du. Ja. Ja, wo hast du einen Fisch? Ja, ich hätte auch einfach ein Licht hinstellen können. Das ist das Gleiche, wenn jemand zu dir sagt, wo bist du? Hier! Ja. Ja, wo hier? Ich will Sushi nicht fressen. Gib mal her. Frass den Fisch. Bin ernst. Warte mal. Friss ihn. Nimm meinen Fisch, um zu füttern. Ich glaube, du musst ihn dann noch irgendwie geben. Drück mal E dabei. Ja, lustig, wenn man das Vieh nicht sieht. Friss das! Lass mich mal. Steck dir den in den Hintern. Mehr ja. Ja, steck ihm den Lachs, der größer ist als er selbst, in den Hintern. Na klar, Kari. Aua. Warte jetzt, bis er steht. Sie hat natürlich wieder so einen richtig schönen Sabertooth-Sermon erwischt. Ich gehe dann mal wieder zu Schreddy Krüger zurück. Mann! Kixi kennt wahrscheinlich. Kixi hat die Anspielung wahrscheinlich mittlerweile auch schon verstanden. So ziemlich, ja. Schreddy Krüger. Und Terezino. Hat aber die gleichen Otter, Hunde. Kannst du mal für einen Augenblick bitte stehen bleiben? Ich weiß es noch, Dennis, mit seinen radioaktiven Ottern. Ach, leck mich doch. So. Ich hab keinen Bock mehr auf den Otter. Ja, war doch eine sehr erfolgreiche Zehntour, oder? Ja. Nur viel Zeug haben wir jetzt. Castoroids. Castoroides, Level 194. Packen wir mal den Money wieder rein. Money hat noch einen Matches. Kann er mal ruhig teilen. Mhm. Dass er sich wieder ordentlich hochheilen kann. Das ist der Biber Butzemann. Ja. Ready. Krüger. 79. So, von hier her wollen wir eine Wasserleitung legen? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns doch irgendwie was anderes überlegen. Wir können auch einfach hier hinbauen, weil so weit war der Weg gar nicht. Hinten aufs Eis? Ja, ans Eis. Das ist ganz schön uneben hier. Nö, ich würde jetzt auch eigentlich gar nicht. Ich würde das da so, wie es da ist, lassen. Wir kommen auch eigentlich ja erstmal ohne Wasser hin. Wir wollten ja eh früher später nochmal umziehen. Ja. Ocean. Ja. Da ist so schön warm. Und so schön hell. Und so schön schwer und anspruchsvoll. Naja, wenn wir ein, zwei, den Biber haben wir zum Glück schon mal und den können wir unter Wasser weiter zähmen. Ich würde einen Baryonyx im Sumpf zähmen, ganz ehrlich, ja, weil die können unter Wasser relativ lange atmen und können auch gut Schaden austeilen. Und dann vielleicht erstmal Basilo, das ist ein Passive-Tame und die können auch erstmal ein bisschen Schaden austeilen. Das weiß ich. Wollen wir erstmal da hochgehen? Warte, lass mich erstmal die Schredde ein bisschen tanken. Einmal voll dopen. Dann können hab wir. Ich doch schon. Hast du schon? Komplett? Ja. Nee, komplett nicht, aber geht noch ein bisschen hoch. Willst du einmal voll machen? Die kommt sonst nicht durch. Du weißt, es kommt immer irgendwas dazwischen, irgendein Kampf. Hm. Oh, du hast Fish Prime Meat. Auch nicht schlecht. Wo ich gerade von Basilo, von Basilo auch, aber von Dings geredet habe. Aber ich drücke mir jetzt einfach mal einen Hohenheit des Stagnakus rein, das muss rein. Zack. Und kriegst du lieber bei den Mods noch runter? Lade gerade eben die Mods. Okay. Müsste gleich da sein. Ja, viel Spaß. Okay, das ist ein bisschen weird. Ich bei muss. Mir tauchen hier gerade auf einmal überall Vierecke auf. Hä?
Wenn ich was bauen will? Ja, weil wir in der Bauzone sind. Das war ja eigentlich vom Spiel nicht so gedacht. Das ist ja nur für Privatserver diese Option, weil wir hier in einem Missionsbereich sind. Das Spiel wird nämlich immer mehr zu einem MMO. Okay. Ich noch. So, mal ein bisschen Licht gemacht hier um die Schreibung. Mach mal, ich heile mal ganz kurz mein Megatherium wieder hoch. Mach weil mal. Wenn es natürlich noch zwei, drei Schreiben begegnen, dann bin ich nämlich tot. Na gut, das ist nicht schlimm, wenn Flausch verloren geht. Ich nehme dann halt Shreddy Krüger zurück, aber... Na hallo, Flausch ist hallo. Deswegen habe ich den ja extra genommen, weil der die schlechtesten Werte hat. Der andere hatte ja, mein Kuschelweich hatte ja schon 10.000 Leben, 15.000 Leben. Ja, lass uns Shreddy Krüger noch fertig machen, dann gehen wir erstmal zurück. Eventuell muss ja einer von uns den Keks einfangen. Oder wir müssen schon mal einladen. Mein Anna. mein Beihängsel. Mhm. Mhm, 91%. Mhm. Sehr schön. Ja, dann lass uns hoch. Lass uns den Dings holen. Warte, den machen wir schnell auf dem Platt. Aber es sieht gut aus, ich bin gleich da. Sehr gut. Oh, ich freue mich, mit Keks wieder zusammenspielen. Mhm. Mich viel Überredungskunst gekostet. Glaube ich. Keksi geht's nämlich eigentlich so wie Dennis, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Ja, Dennis hat aber Genesis noch. Genesis noch nicht. Keksi, ich hab's heute auch erst gekauft. Nur wegen Alex. Genau. Ich wollte ihm nur eine Freude machen. Und euch beiden eigentlich. Oh, cool, verliert den Server und verloren. Cool, danke. Ja, es kann passieren, dass du es. Kari hat es vorhin auch gehabt, dass du einmal dann das Spiel noch einmal komplett neu starten musst. Aber dann muss er die Mods nicht mehr laden. Na, macht er ja trotzdem. Okay. So. Das ist ein Pferdchen. So, Kari, wollen wir hoch? Ein Pferdchen. Lass, ja, lass das Pferd in Ruhe. Wir sollen den Fuhrpark mit. Ich wollte Manni hier unten abstellen. Ja. Nö, ich lauf damit Vieh hoch, sicher, sicher. Ich hab gesehen, was hier in der Gegend rumkreucht und fleucht. Ja, stimmt auch wieder. Bist du schon? Das sind tatsächlich zwei, aber wie kommen man den anderen denn hin? Nein, mögen. Mit den Eispickeln, oder nicht? Also diese Kletterhaken von Aberration, aber ich weiß nicht, ob man die hier machen kann. Scheiße, ja, dann müssen wir ins Ocean. Wir brauchen ja erstmal die Gems. Gibt es eigentlich auch neue Items in Genesis? Ja. Ja. Hui. Ach, nur eine Schredde. Bitte doch weg. Ja, die ist nur 55. Ich werde mit der schon fertig. Die ist genau hier beim Glitch. Ja, ich sehe es. Oh, klappt also. Gut, dass wir doch die Viecher mitgenommen haben. Hab ich doch gesagt. Oh, dass wir den Eiszapfen hier nicht runterfallen. Machen wir mal den Glitch hier. Und 1000 Hexagone. Ich kann's nicht machen, jetzt so. Sie hat gerne Strukturen gemacht. Ehrlich gesagt war sie besessen davon. Sie hat es irgendwie geschafft, ein Gebäude mit einem Korridor zu bauen, bei dem zweimal links abbiegen gleichbedeutend mit einmal rechts abbiegen war. Ja, in Wendungen im 90-Grad-Winkel. Nein, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich vermute, das hat die Störung verursacht. Links, links. Ist nicht möglich. Links, links, links. Dreimal links ist rechts, aber nicht zweimal. Ja, deswegen hat sie ja gesagt, sie hat es geschafft mit zweimal links. Oh Gott. Da läuft ein Otter. Im Wasser. So, wo ist der zweite Glitch? Der ist da oben. Oh, da kommen wir so nicht hin. Das ist mitten auf dem Weg. Lass uns erstmal umdrehen. Und vorhin da fliegen Archies. Ja. Guck mal, jetzt kriegen wir auch wieder hier EP Booster. Das war vorhin einfach verbuggt oder der Server war noch nicht ganz da. Mann, die nicht runterfallen. Oh mein Gott. Wenn du runterfällst, du kennst den Trick, oder? Um Fallschaden bei den Tieren zu verhindern. Nee. Im Fall absteigen.
Im freien Fall absteigen. Ja, einfach dann dismounten, weil du landest dann auf dem Tier, kriegst auch keinen Schaden, das Tier kriegt keinen Schaden. Was viel, viel wichtiger ist. Deswegen, ich nehme jetzt auch hier die Abkürzung. Abkürzung, Arschbombe! Kannst ja machen. Zack, kein Schaden gekriegt. Hier ist ein Mammut, Level 20. Nee, okay, das interessiert mich dann doch nicht. Scheiß an das Mammut, wir haben Money. Money, das mürrische Mammut. Money, das mürrische Mammut. Pferd, verpiss dich vom Eis. Das ist mein Eis. Rentenhammel. Das ist mein Eis. Hier rennt ein Hammel rum. Oh, Schreddy Krüger ist fertig. Oh. Hoffentlich passt das. Name? Das Pferd kommt zurück und will dich boxen. Da waren, Schreddy Krüger. So. Gut, ich packe den Zähmkäfig ein, dann würde ich sagen, warten wir bis zum Morgengrauen und dann bringen wir den ganzen Fuhrpark mal nach Hause. Ja. Irgendwie halbwegs heile. Ja, ich habe noch 22 Betäubungspfeile und auch noch ein paar einfache, wenn du die haben willst. Ich habe 98. Okay. Shreddy. Lieber Putzemann. Ja, bei einem weiblichen wäre mir sofort was eingefallen. Aber bei einem männlichen habe ich ein bisschen überlegt. Mal Kixi, Status-Update? Ich erstelle gerade eben den Charakter. Hallo Marcel! Keks, ich musste dieses Mal, ich wurde dazu gezwungen, genötigt, nenn es wie du willst, einen männlichen Charakter zu machen. Ja. Er kann nicht immer zwei Pokémon rennen, das geht nicht. Wenn ich schon Kanu-Arme habe, dann muss er wenigstens als Kerl rumlaufen. Da hinten ist immer dieses Pferd. Ja. Na Marcel, wie geht's dir? Karima, nicht wundern, ich mache hier mal das Megatherium einmal leer. Mhm. Mach das weg leer. Ein bisschen Keratin habe ich auch noch. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 3 Uhr, also müsste auch bald hell werden. Ja, genau. Was ist denn das da eigentlich für ein fetter Berg mit den Flauschiwolken drum? Das interessiert mich, ich will da irgendwie hoch. Ja, ich glaube, da werden wir früher später auch noch hoch müssen. Frag mich nicht wann. Nein, Marcel spielt kein Pokémon Go. Ich hab's mal drauf gehabt, bin bis Level 22 und dann war es mir zu blöd, weil draußen rumlaufen ist nicht meins. Momentan sowieso nicht. Eben. War mal ganz lustig, wenn ich bei Papa draußen im Garten gesessen habe, aber ja. Warum fragst du? Sag jetzt nicht wegen draußen zusammen rumlaufen, nein, danke. Corona-Party? Nein. Ja. Ach, so. Ey, davor hab ich überhaupt keine Angst, ey. So. Klar, wenn ich außer Kaufhalle wieder reinkomme, erstmal Hände waschen, aber das mache ich eigentlich so oder so immer. Ja. So, ich. Weil wer weiß, was für kleine. So, das wird jetzt schon heller, ne? Kinder. So. Ja, Mistviecher-Kinder da. Ich nehme Shreddy auf Follow. Ja, ich nehme den Biber, ich bin eh langsamer. Genau. Also, wo soll ich spawnen? Moor. Mach mal bei easy, mach mal ruhig. Ist ganz einfach. Moor easy. Also, Moor leicht. Moor easy ist. Oder easy ist es, glaube ich. So, Base ist da lang. Oh, der Vulkan, sehr schwer. Ja, nimm's ernst. Es ist schwer. Du hast das Highlight gesehen, was ich dir, den Clip, den ich gemacht habe? Das war im Vulkano. Ja. Ah, cool. Basis. Ja, quasi. Hast du dir gemerkt, wo wir hin müssen, Kari? Ja, ich hab doch gesagt, einfach mir noch aufpassen, hier ist so ein kleiner Schlabbel. Ich hab da gerade so eine Schredde im Arsch kleben. Ui! Was? Piss dich! Schreddy Krüger. Piss dich! So, nur Micho-Raptor. Wer ist Halna? Ja. Das ist, Sei vorsichtig, hier sind überall Kanten, wo man runterfliegt. Ja. Und die Schredde hinterher? Kommt nicht hoch. Scheiße. Jetzt geh mal vor. Nee. Geh mal vor. Geh mal vor. Geh mit Schreddy hinterher. Du kennst den Weg eh. Wollen wir die Fackel nicht lieber abreißen, dass hier auf dem See was nachspawnt? Ach so, ja. Ich mach das mal, ne? Renn mal nicht zu weit vor. Bleib hier stehen, ich hol nur schnell den Biber da raus. Ja, ihr Lieben, so. Ich moderiere erstmal ab. Das war eine erfolgreiche 10-Tour. Wir bringen den ganzen Fuhrpark jetzt noch irgendwie nach Hause. Und ja, dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal machen.